Meine lieben YouTube-Yogis, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr habt gesehen, ganz viele von euch üben fleißig den Schneidersitz. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir doch einmal eine zweite Runde. Also ihr habt ja den ersten Teil hier oben nochmal verlinkt, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, kannst du zwischen diesen Videos hin und her wechseln. Für alle, die neu sind, mein Name ist Marcel Clementi und auf meinem Kanal findest du zahlreiche Yoga-Videos sowie auch meinen Good Vibes Podcast. Also alles rund um die Themen glücklich sein, gesund sein, Yoga, Meditation. Bitte unbedingt diesen Kanal abonnieren, wenn dir diese Videos gefallen. Das wäre die größte Unterstützung, die du mir machen kannst. Und für das heutige Video brauchen wir nichts. Wir brauchen nicht einmal eine Yogamatte. Du kannst das auch am Teppich machen. Wichtig ist einfach, dass du das regelmäßig machst. Weil auch ich bin am Anfang so da gesessen im Schneidersitz, aber durch regelmäßiges Dehnen öffnet man die Hüften. Auf das konzentrieren wir uns heute, damit du diesen Frühling, diesen Sommer gemütlich ein Handtuch hinlegen kannst und im Schneidersitz sitzen kannst, ohne dass es irgendwo zwickt und wehtut. Gut, ich würde sagen, wann immer du bereit bist, schnapp die Matte oder den Teppich, habe ich gesagt, ich brauche keine Matte. Und los geht's. Zurück zur Natur, das ist das Motto von meinem Yoga-Retreat, wo ich mich gerade befinde, im Hotel Sonderhof in Salzburg. Und bevor wir mit der heutigen Yoga-Einheit starten, zeige ich dir gerade ganz schnell die Highlights von diesem Hotel, weil vielleicht bist du ja beim nächsten Yoga-Retreat mit mir dabei. Ein absolutes Highlight ist der nagelneue Yoga-Raum mit wunderschöner Aussicht, ausgestattet mit meiner persönlichen Matte Happiness is a Choice. Einmal blickst du auf den Panoramapool und die wunderschönen Berge. Auf der anderen Seite schaust du auf den Badeteich. Also man weiß gar nicht, wo man seine Yogamatte hinlegen soll. Nebenan ein nagelneuer Fitnessraum, um dich so richtig auszupowern. Und wir sind auch gemeinsam zum Grimmler Wasserfall gewandert. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Wir beginnen in einer Grätsche. Und das kann jetzt schon die erste Challenge sein, aber ist überhaupt kein Problem. Von Challenges we grow, also man wächst ja dadurch, wir verbessern die Beweglichkeit. Versuch die Füße anzuspannen, damit sie nicht nach außen fallen. Also die Füße sind geflext, die Oberschenkel sind aktiv und der Rücken ist so gerade wie möglich. Und wenn du in dieser Position Schwierigkeiten hast, gerade zu sitzen, dann kannst du die Knie ein bisschen beugen oder dich auf was draufsetzen, auf einen Yoga-Block oder auf ein Buch. Und wir versuchen damit am möglichst geraden Rücken nach vorne zu gehen. Mit denen die Adduktoren kannst du auch versuchen, die Zehen zu greifen, aber das braucht es gar nicht unbedingt. Wichtig ist, dass du da nicht einknickst mit so einem runden Rücken, sondern dass deine Brust oben bleibt und du mit einem aufrechten Oberkörper nach vorne gehst. Und dann arbeiten wir hier im Hüftbereich und das hilft uns dann auch, die Beine mehr und näher Richtung Matte zu bringen. Lass die Schultern da ganz locker. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansichtsweisen, wie lange man eine Dehnung halten soll. Ihr habt in zahlreichen Anatomiebüchern unterschiedliche Zeiten gelesen. Wir bleiben jetzt einfach mal für ein paar tiefe Atemzüge, also durch die Nase ein und auch durch die Nase wieder ausatmen. Und das finde ich ganz spannend. Damals in Indien, wo ich meine Ausbildungen gemacht habe, habe ich gelernt, dass all diese Asanas, all diese Dehnübungen, Sonnengrüße und das alles, was wir im Yoga machen, eine einzige Vorbereitung ist für den Schneidersitz bzw. für den Lotus, damit es uns möglich ist, für viele Stunden im Lotussitz zu sitzen, mit aufrechtem Rücken, mit den Beinen eben zur Seite geöffnet, um dann Samadhi zu finden, die Erleuchtung. Also darum geht es bei den Asanas. Der Schneidersitz, also wirklich eine Schlüsselposition, die Position zum Meditieren. Vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer gehen. Wir wollen da jetzt nicht wippen, sondern wirklich am tiefsten Punkt halten und mit der Ausatmung gerade ein kleines Stückchen tiefer gehen. Gerne das Gesicht ganz locker lassen. Es wird nicht leichter, wenn man Krawatte zieht. Letzter Atemzug. Und dann komm langsam wieder hoch. Gut, jetzt bringen wir die Füße zusammen. Das sind so die Fußsohlen. Und wir kennen das vielleicht noch aus Teil 1. Ist natürlich die ideale Vorbereitung für den Schneidersitz. Aber wir bringen etwas Bewegung rein. Also langsam nach unten gehen in die Dehnung.
und dann wieder hoch. Kleine Bewegungen und da jedes Mal ein kleines Stück tiefer, aber wirklich ganz sanft, also ohne zu reißen, kontrollierte Bewegungen. Und auch hier, umso weiter du mit deinem Oberkörper nach vorne gehst, wie auch in der Position zuvor, umso tiefer wird die Dehnung. Auch umso näher die Fersen bei dir sind, desto intensiver wird das Ganze. Also falls zu viel Druck ist, kannst du vorne die Füße ein bisschen weiter vorbringen. Worauf du bitte unbedingt achten solltest, ist, dass du keinen Schmerz im Knie verspürst. Also natürlich ein Dehnschmerz sozusagen, man spürt eine Dehnung, ein Ziehen, aber kein stechender Schmerz im Knie. Solltest du Schmerzen haben, dann lieber zum Physio oder auf jeden Fall einmal die Position verlassen. Generell immer, wenn du Yoga machst, sollte nie ein Schmerz sein. Wenn du merkst, okay, es wird schon alles ein bisschen lockerer, bringst die Füße näher zu dir, machst das noch ein paar Mal. Auch hier im Rücken nicht rund werden, aufrecht sitzen. Und na, das ist natürlich ganz entscheidend, dass wir im Schneidersitz es schaffen, so aufrecht zu sitzen, ohne dass der Rücken zu rund wird. Daher wird es sicherlich auch einen dritten Teil geben von diesem Video. Ich bin einfach froh, wenn ich helfen kann. Und wenn du dafür Teil der Community wirst, dann ist das schon eine Win-Win-Situation. Und dann wachsen wir gemeinsam. So, sehr schön. Letztes Mal vielleicht noch. Und dann lockern wir die Beine zwischendurch mal aus. Und wie gesagt, es geht hier auch um den Rücken. Deswegen klassisch Katze Kuh. Bisschen das Becken kippen hier. Also beim Einatmen das Becken kippen, der Hintern geht raus, kleines Hohlkreuz, Brust nach oben ziehen und mit der Ausatmung hin zur Brust, runder Rücken. Und diese Bewegung im Becken, im unteren Rücken, in diesem Bereich, brauchen wir, um überhaupt aufrecht zu sitzen. Also mach gern die Übung weiterhin und schau aber her, wenn es möglich ist, dass du zum Bildschirm sehen kannst. Und zwar statt so dann zu sitzen, ist es genau diese Bewegung. Ich kipp mein Becken nach vorne und der Rücken wird schön gerade. Das ist diese Bewegung im Sitzen, Katze Kuh. Und so ist dann der aufrechte Sitz. Also mach das gerade 3, 4, 5 Mal noch, um alles auszulockern und dir diese Bewegung anzueignen. Und von da legen wir uns dann auf den Bauch, weil wir auch einen kraftvollen Rücken brauchen, wie man dann merkt, wenn man sich aufrecht hinsetzt. Deswegen bring mal die Hände seitlich neben die Brust, gerne ein bisschen nach hinten. Die Kraft kommt da überhaupt nicht aus den Armen, also du kannst sie ja aufheben, wenn du möchtest. Die Zehen drücken in die Matte, mit der Einatmung hebt die Brust und mit der Ausatmung wieder Richtung Matte. Einatmen wieder hoch und ausatmen Richtung Matte. Mach das gerade 10 Mal, um den unteren Rücken zu kräftigen. Ein kraftvoller Rücken ist auch ein gesunder Rücken, also super gegen Rückenschmerzen. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber das ist ja nicht so Horkel. Also mindestens 10 Mal. Ich denke, das haben wir jetzt geschafft. Drück den nach hinten in die Child's Pose. Also wir setzen uns auf die Fersen und wandern mit den Händen vor, dass der Rücken nochmal schön in die Länge gezogen wird. Und von da setzen wir uns auf und gehen noch in eine letzte Position. Und zwar kümmern wir uns eher so um den Bereich äußere Hüfte, Gluteus, also Gesäßmuskulatur, und gehen in die Taube. Auch da gibt es unterschiedliche Stufen. Wir beginnen mal mit dem rechten Bein, bringen dein rechtes Knie zum Mattenrand und je nachdem, wie beweglich du bist, kannst du den Fuß weiter nach vorne bringen. Je weiter der Fuß vorne ist, desto intensiver wird die Dehnung. Gern die Zehen strecken und dann wandern mit dem hinteren Fuß nach hinten, sodass du ein bisschen tiefer kommst. Die Hände auf die Matte,
aufrecht bleiben, das wäre jetzt mal Variante 1. Sollte der Druck zu viel sein, dann könntest du da ein Buch drunter legen oder einen Yoga-Block. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du ein Buch daheim hast. Na Spaß, dass du einen Yoga-Block daheim hast. Deswegen einfach so aufrecht bleiben. Der nächste Schritt wäre dann, auf die Unterarme zu gehen oder vielleicht ganz abzulegen. Bleib gerne in deiner Position. Ich möchte eine Alternative zeigen, falls du Knieschmerzen hast, falls ein stechender Schmerz entsteht. Legst du einfach auf den Rücken, rechten Fuß auf den linken, greif da durch und ziehst das linke Bein zu dir. Da den rechten Fuß gerne flexen und auch dann spüren wir da die Dehnung. Also das ist die Alternative. Such dir eine Übung aus und dann bleiben wir da wieder ein bisschen. Wenn du zusätzlich tief atmest, durch die Nase ein und durch die Nase aus und dich auf die Atmung konzentrierst, dann ist das Ganze nicht nur Dehnen für den Schneidersitz, sondern dann ist das Ganze Yoga. Dann bist du mit Achtsamkeit mit dabei. Sollte das im hinteren Knie wehtun, kannst du auch Deckerle drunter legen, gell? Oder die Matte einrollen. Also wir machen es uns so fein wie möglich. Soll dir Spaß machen, das Ganze. Schreib gerne dann mal in die Kommentare, wie lange du schon dabei bist, den Schneidersitz zu üben. Das würde mich sehr interessieren, wie so deine Fortschritte sind. Ich freue mich immer über den Austausch in der Community mit meinen YouTube-Yogis. Und hoffe natürlich, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Beim Retreat, beim Event. Gut, hier noch zwei, drei Atemzüge, vielleicht kannst du noch ein Stückchen tiefer gehen. Und dann stell hinten die Zehen auf vom hinteren Fuß, steig nach hinten, herabschauender Hund. Kannst das rechte Bein heben, das Knie beugen, um das auszugleichen, also die Hüfte zu öffnen. Und dann steigen wir mit dem linken Knie nach vorne. Dasselbe auf die andere Seite. Links und rechts ist nicht immer gleich, aber auch das lernen wir beim Yoga. Du nicht vergleichen, nur beobachten, es ist wie es ist. Rutsch mit dem rechten Bein nach hinten, schön tief sitzen mit der Hüfte. Und dann deine Variante, Unterarme oder nach vorne legen. Versuch auch hier dein Gesicht ganz locker zu lassen, gerne den Mund leicht geöffnet. Dein Kiefer entspannt. Und dann nutzt die Zeit und denk mal an drei Dinge, für die du dankbar bist. Also ich bringe jetzt da ein bisschen Mindset, ein bisschen Dankbarkeit in dieses Dehnen hinein. Ich will die zum Yoga bringen. Das ist mein Plan. Also wofür bist du dankbar? Drei Dinge. Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Uns geht so gut. Man muss sich das nur immer wieder bewusst machen. Auch hier die letzten paar Atemzüge. Und dann ganz langsam hinten die Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Auch hier das linke Bein heben und das linke Knie beugen, um die Hüfte zu öffnen, auszugleichen. Und dann setzen wir uns langsam wieder hin. Und dann probieren wir mal. Geh mal in den Schneidersitz. Wie fühlt sich's an? Vielleicht schon einen Zentimeter tiefer. Versprochen, wenn du dabei bleibst, dann wird sich das auf jeden Fall verbessern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte, bitte abonniere den Kanal. Das wäre die größte Unterstützung. Teil dieses Video mit deinen Freunden auf Instagram. Ich sage vielen, vielen Dank. Falls du regelmäßig mit mir Yoga machen möchtest
und auch live dabei sein willst, längere Videos, dann werde doch Teil meiner Patreon-Community. Somit unterstützt du diesen Kanal. Und alle meine Angebote findest du auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Alle Infos unten in der Videobeschreibung zu Yoga-Retreats. Yoga-Retreats auch nur für Männer, gemischte Retreats, Action-Retreats, Yoga und Mind, also das volle Programm. Es gibt einen Yoga-Anfängerkurs, wo du wirklich Schritt für Schritt von zu Hause aus Yoga lernst. Auch so für den Schneidersitz, Meditation, Atemübungen, um das wirklich sicher zu lernen, ohne dich dabei zu verletzen. Und dann hoffe ich, dass wir uns mal bei einem Retreat sehen oder bei meinem Good Vibes Festival. Ich wünsche dir noch ganz ein feines Tagele. Sag wie immer vielen, vielen Dank, dass du Teil bist von dieser Community. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf der Yogamatte. Alles Liebe und Namaste.